Hallo liebe Freunde und willkommen zurück zu Malka Wizard Wars, mal wieder mit dem Grants. Moin moin. Und heute haben wir uns überlegt, hauen wir uns mal selber um die Ömmen. Oha. Jetzt wird es mal richtig interessant. So, also wir sind in der Gruppe und jetzt müsste ich eigentlich ja, gegen Grants auch antreten. Der natürlich hier mit seiner Pro-Alpha-Robe antritt, weil er anders nicht gewinnen kann. Na, das ist nicht so eine Alpha-Robe, oder? Ich weiß es nicht. Nur mein Mannequin ist, glaube ich, aus der Alpha. Was ich immer schade finde halt bei den Duellen, dass du halt niemals zu den Dingens kommst, dass du die Sachen da verwenden wirst, die... Ja. Oh, der wieder! Gibt mir richtig, nee. Wa? Keine Chance, keine Chance. Ohne Schild, ey. Ja, er hat sich auch nicht davon beirren lassen, dass ich den Wichtel geheilt habe. Viele sind dann erstmal total irritiert. Lass doch den blöden Wichtel, du. Ah, okay, jetzt sollte ich vielleicht doch mal eine Dingens machen. Ah, jetzt hat er mich, Leute. Ja, so sieht das aus hier. Hat er sich auf meinen Dingens eingestellt. Sehr gut zu wissen. So sieht das hier aus. Rebel 3. Action. Ah, mach doch mal. Wieso macht er denn keinen Blitz? Das war aber jetzt komisch. Meinst du so einen Blitz? Das war strange. Nein, ich hatte auch Blitz gemacht eigentlich. Ja, aber du hast dich selber vorher nass gemacht. Ach so, darf das nicht, oder? Nee, dann wenn du nass bist und Blitz machst, dann haust du dir selber einen rein und bist, kriegst einen Knockback. Okay, cool. Oh. Mhm. Ah, ich glaube, ich sterbe, aber. Zu viel Feuerschaden. Ah, shit, okay. Ah! Down! Down geht er! Puh, ich hatte sogar mal eine Fähigkeit ready. Welche? Ach, bis 3 nur, okay. Den Speed Boost. Ja, ich war gerade. War das nicht immer Best of 5? Ach ja, ist es ja, stimmt, klar. Ja, okay, ja. Also 3-1 ist ja. Oh, Mann, ey, das war aber schon geil. So. Komm hier, da kriegst du nochmal direkt einen rein. Das war knapp, also das war geil. Und wenn ich mir die anderen Duelle, die ich normal mache, immer 1-1, die sind manchmal wirklich so langweilig. Weil Leute sich von allem ablenken lassen, egal was du machst. Weil, was war das? Naja, das ist immer schwer, so drauf zu reagieren halt, finde ich. Ja, ich heile sehr gerne mittlerweile den Wichtel hoch, weil die total irritiert erstmal rumlaufen. Dann Schild auf sich machen, dann nach hinten gehen, Defense aufbauen und dann habe ich einen Wichtel, die nicht, und dann kann ich halt einen Angriff übergeben. Du hast gerade eben gesagt, ne, dann hau ich halt direkt aus dem Haus. Ja, warum soll ich auch halt den Wichtel schützen, weißt du, der ist eh kacke. Ist doch nicht wahr. Ich komme immer nicht zu meinem, ich wollte löschen, aber ich komme immer dann nur bis W. Meine Hände sind zu klein, ich habe Frauenhände. Ja, ich habe meinen Finger auf QWE. Ah, okay. Das ist meine Standardhaltung. Oh, krasse Sache. Oh. Alter. Alter. Das war so krass. Das war Heavy Metal, ey. Aber pur. Oh. Ja, kann man auch mal machen, ne? Wo ist denn mein... Warum machst du kein Schild, Junge?
Ah, Vita mal immer seine Noob-Technik hier. Ich merke das schon langsam. Immer anzünden, dass ich mich lösche und dann macht er Blitze. Ja, so ungefähr sieht's aus. Seit 30 Runden macht er dann. Aber wenn du halt schnell mit den Schilden bist, gegen die Gegner, die schnell sind mit Schilden, habe ich immer verloren. Naja, kannst vergessen, gegen die Technik kann man nichts machen, glaube ich. Du musst dein Schild immer schnell auf mich anpassen. Ja, wie soll ich das denn machen? Ich bin auch nicht mehr der Jüngste. So. Hau noch eine raus hier. Das ist noch. Ja, willst du noch? Okay. Das sind nur 6 Minuten. Ja, ja, ich dachte, wir machen noch einen Zauberkrieg am Ende. Ach. Aber. Aber wenn du dein Schild schnell auf mich eingestimmt bekommst, dann kann ich irgendwann nichts mehr machen. Geht mir jedenfalls immer so. Und theoretisch, obwohl du hast nur plus 15 und minus 15, das ist halt noch nicht so stark. Wobei ich dich halt immer brutzeln kann, das ist echt ganz cool, dass du dich dagegen nicht schildest. Ja, doch, habe ich schon ein paar Mal, aber das bringt irgendwie nichts scheinbar. Lesson 1. Dance. Hä? Ach, hier gibt's Teleporter, das wusste ich auch gar nicht. Das ist neu, oder? Ja, das kannst du vergessen. Ja. It's over. Ich weiß nicht, ob das neu ist, weil ich die Alpha nicht gespielt habe. Ne, diesen Modus gab's in der Alpha gar nicht. Ja, okay. Ne, also die großen Kreise sind Teleports zu den kleinen Kreisen. Lesson 2. Okay. Ah, okay. It's over. Ja gut, das war halt meine Stärke, ne? Was war das denn? Das war der Todesblitz. Nobody puts Wizard Alter. In a corner. Das war Lesson krass. Ach ne, der geht ja da oben hin. Okay. No. Alter, mein Blitz! Oh, da holt er mich, Leute! Oh, shit, wo bin ich denn hin? Ich heil dich! Du sollst sterben! Ah. Ich will nicht sterben. Schaff's nicht. Oh, oh ey. Alter. You lose. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das Magiker war so nervenaufreibend ist. Ja, absolut. Normal sitze ich immer sagen, das Jahr ist voll entspannt. So zwischendurch auch mal ein paar Runden. Ah, da muss ich mal nachdenken. Sterbt, ihr Drecksviecher. Oh, okay. Hä? Du. Oh, du sollst. Was macht der denn? Du sollst ein Schild machen, du Hong! Also, wenn's so. Wenn das so one-on-one ist, bin ich irgendwie zu aufgeregt, einfach leider. Ich merke das. Da bin ich noch nicht routiniert genug für die Situation. Hätte ich nicht gedacht. Also wir haben zwischen den Aufnahmen gerade gesprochen und wegen dem, weil ich dachte, ne, lang nicht mehr gespielt, wir machen kein One-on-One, wir machen halt Zauberkrieg, weil es eh cooler ist. Und dann haben wir so, oh, der Grand, der geht voll ab. Machen wir mal. Eine noch, oder? Das passt noch dann. Kriegen wir gerne, gerne. Und dann die Runde 1, also bei der ersten 1-1 Aufnahme dachte ich mir auch, oh Gott. Er haut mich in Grund und Boden. Ja, der Anfang war gut. Taktik.
Aber ich musste gegen deine Taktik da, mit diesem Lamer-Taktik da, ne? Lamer-Taktik? Ja, die Noobs spielen halt so. Das hast du doch immer. Oh, die Arena wieder. Die andere fand ich lustiger. Die andere ist krass, weil du mit dem Schild und dann weg abhauen quasi. Oh shit, ich brenne, ja. Mein Schild wird gleich aufhören, Freundchen! Ah, ich töte ihn! Das Schild kam nicht raus, ich hab das dreimal probiert zu machen. Ja, ich weiß, das hatte ich auch schon ein paar Mal. Also hatte ich dann das Gefühl auf jeden Fall. Ich dachte halt, ich bild mir das nur ein. Lesson 2. Dance. Oh, ey, du sollst auf dich selber machen, du Noob, ey. Oh, jetzt hat er aber hier immer einen Trick geschaut gerade. Dann machst du ja immer das Gleiche. Seit ungefähr 30 Runden. It's over. Ja, aber es ist... Ist ja logisch, dass man das dann irgendwann rafft, wenn man ein bisschen näher einen Schmalzer hat. Aber es halt, ne? Du kannst trotzdem nichts dagegen machen, wenn du halt immer nur schildest und der andere halt angreift. Richtig. Aber ich zwinge dich halt dazu, mal das Schild anzupassen, theoretisch. Hä, du warst eingefroren. Nicht ganz. No, okay, da habe ich nicht aufgepasst. Also das mit dem Einfrieren raff ich noch nicht so ganz. Also, du musst den länger durchhalten, bin ich wirklich eingefroren. Ah, okay. Ich war noch nicht ganz frittiert. Lesson 4. Da will er sich verstecken, hey. Leute. Was ist da denn los, Vita? Oh. Brennende Hölle! Das ist doch unfassbar! Was ist denn jetzt los? Was, ich hab gewonnen? Ja! Hä, wieso war das jetzt so schnell? Hä? Was war da los? Nein, jetzt habe ich ernst gemacht. War nur ein Spaß vorher. Ach so! Nein, um Gottes Willen! Ich keine Ahnung. Ja, ich glaube, weil ich halt jetzt einfach wirklich immer geschildet habe, so auf deine Sachen. Ja, wobei ich glaube eher, es liegt daran, dass du diesmal offensiver gespielt hast. Okay, gut, das kann auch Ich komme mit offensiven Sachen nicht so ganz zurecht. Ja, das ging mir ja am Anfang auch so. Deswegen dachte ich, komm, jetzt hau ich mal einfach mal auf die Fresse. Am Anfang habe ich oft auch versucht, meinen Wichtel noch zu retten. Also deinen abzuschießen quasi. Aber ja, hat auch nicht so geklappt. Ja, ich habe mich gewundert. Ich habe die, irgendwann habe ich ja die Steinwand gemacht und dachte, boah, jetzt bin ich erstmal kurz safe, kann mich hochheilen. Nee, die habe ich kaputt gemacht. Aber dein Strahl war so schnell dadurch. Welche Kombo ist denn das? Ist das Strahlfeuer-Feuer? Nein, das ist der Todesstrahl. Was? SSS? Ja, einfach dreimal. Wieso, bei mir ist der einfach nur rot, so Pillepalle. Bei dir ist der voll der mega ultra. Ja, also je länger du schwarz machst, umso dicker wird er. Hm, okay. Da habe ich noch was zu lernen, liebe Freunde. Aber ich glaube, wir machen noch einen. Okay, ja, dann können wir noch. Am Anfang hatte ich EER gemacht. Hm? Wegen Eis. Hm. Ich wollte dich ein bisschen verlangsamen oder so. EE hebst dich auf. SSR, meine ich, Entschuldigung. Oh. Ja, das habe ich gesehen. Daraufhin habe ich mich direkt darauf eingesteckt, glaube ich. Aber, na, ja, war nix. Aber vielleicht hast du es ja jetzt raus und kannst mir die Schmach hier wieder wegmachen. Rebel One. Action. Aua. Lass das. Sauber, der Wichtel ist noch da, Leute. Du sollst sterben! Wow! Oh. Was zum Hab gestochen wie ein Schwein, ey. Der Deutsche ist aber auch als Fernkampfwaffe echt geil. Rebel 2. Action. Oh nein, ich hab das Schild. Oh, das war richtig low. Ach, verdammt, hab ich sauber, sauber, sauber.
Das ist jetzt ein Feuerstrahl. Herr Vita Wolf. Ja, den meine ich doch. Den hast du eben auch gemacht. Ah, okay. Da war es aber durch Zufall. Oh. Okay, Leute. Ich glaube, Grant hat den Bogen jetzt raus gegen mich. Ich kann meine Taktik nämlich nicht ändern, weil ich echt nur die eine habe. Ja gut, ich habe meine Taktik jetzt halt auf dich angepasst so ein bisschen. Jetzt müsstest du deine wieder auf meine neue anpassen. So. Ah, guck mal, der Herr Vita Wolf. Oh. Er rennt! Oh! Wie knapp das war, ey. Das Messer fliegt so. Du machst deine Steinrüstung im letzten Moment, ey. Oh Gott, ey. Oh. Das war richtig geil. Das Spiel. Aber wir 3-0 verloren. Oh Gott. Ist krass, ey. Ja gut, jetzt habe ich halt, jetzt ich habe genau jetzt dein Movement so raus irgendwie. Ja, so, du machst so erst das Feuer, dann schiele ich mich halt einfach schon vor gegen Feuer, dann siehst du, oh, er hat ein Schild, dann machst du Blitze, so. Ja, ich passe normal nur meinen Angriff an, aber wenn jemand gegen mich offensiv vorgeht, dann kann ich nichts dagegen tun. Oh Gott. Okay, ey. Geile Nummer, richtig geile Runde. Krasse Sache. Das Messer war echt cool am Ende. Du kannst mich besiegen, aber nicht mit einem Messer. Ja, ja, genau. Und dann kam der Feuer, ey. Oh. Ja, da war ich dann. Diesmal hat es auch geklappt, den Wichtel am Anfang zu retten, einmal. Was, einmal? Ja, ja, ich hab meinen Wichtel einmal gerettet, also hab deinen abgeworfen mit dem Eisding. Ja, hab ich gesehen. Ja, war richtig nice. Leute, guckt beim Grants mal vorbei. Oh, krasse Runden, ey. Ja. Und beim nächsten Mal schlag ich dich wieder, ich werde üben. Er geht ins Trainingscamp nach Südkorea, ey. Richtig, so sieht's aus, das ist der Plan dahinter. Oh Mann, ey. Also ja. Leute, vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, bye, ciao. Bye.